Die Beresa unterstützt die Charity Gala als Stern der ersten Stunde seit 2018 mit sehr viel Engagement und Herzblut. Ich persönlich habe sie auch erst kennengelernt als Gast in dieser ersten Gala und habe dann auch John McCurr kennengelernt. Durch die Unterstützung von Beresa können wir natürlich viele Projekte, insbesondere die therapeutische Reihen unterstützen. Ich freue mich auch, dass Beresa selber den Weg gemacht haben, um sich da ein Bild zu machen von therapeutischer Reihen. Und dann sieht man, was das für ein Erfolg ist, gerade für social schwache Kinder. Persönlich ist mir das wichtig, weil wenn ich an mich selbst denke, so wie ich aufgewachsen bin, wie ich auch die Möglichkeit habe, meine Kinder aufwachsen zu sehen und das zu begleiten, was in einer sehr guten Situation passiert ist, ohne Kriege, ohne Armut, treibt mich natürlich an, was man tagtäglich noch erlebt leider, dass es einfach auch viele Kinder gibt, die die Situation nicht haben. Das therapeutische Reiten mit dem Ziel, sage ich mal, das auch für Kinder anzuwenden und da das Miteinander auch darzustellen. Ich habe das selber noch nicht erlebt persönlich, aber ich glaube, dass das Tier einiges bewirken kann auch auf den Menschen. Gerade wenn der Mensch in einer Situation ist, wo es ihm vielleicht nicht so gut geht. Mein größter Freund als Kind war ein vernachlässigter Pferd, den ich durch Zufall getroffen habe. Und ich habe gespürt damals, wie wichtig Pferde und wie wichtig Tiere für den Mensch ist. Und gerade Kinder, die es nicht so mit Sicherheit zu tun hat und vielleicht sogar Traumata erleiden mussten, so wie ich auch. Ich habe ein wundervolles Gefühl bekommen durch ein vernachlässigtes Pferd. Ich habe gesagt, eines Tages würde ich versuchen, Menschen und Tiere etwas näher zusammenzubringen. Und durch die Gala ist es uns voll gelungen, zusammen mit den Zoo Osnabrück. Die ist natürlich die allerwichtigste Säule dabei. Ohne den Zoo und ohne Beresa, ohne die beiden großen Partner, wäre die Gala gar nicht zustande gekommen. Und dafür bin ich persönlich unheimlich dankbar für. Die Unterstützung von Beresa für die Charity Gala sieht so aus, dass wir in erster Linie einmal eine finanzielle Unterstützung haben und natürlich das Persönliche. Also wir begleiten diese Vorbereitung der Gala sehr intensiv. Wir sind nach der Gala auch zusammen, geben Feedbacks, um halt Verbesserungsvorschläge zu geben. Und bei der Gala selbst sind wir auch mit einigen unserer Mitarbeiter dort, unterstützen das mit PKWs, bringen dann auch zusätzlich nochmal einen Preis mit rein, weil es gibt immer zum Ende eine sehr schöne Tombola, wo wir dann auch mit einem guten Preis dabei sind, um darüber noch mehr Geld nochmal in den Topf einzuspielen, sage ich mal, für die Kinder.